Kreis ist plötzlich aufgetaucht und jetzt ist er gefangen. Was? Was wollte? Viel Spaß in der Schule. Sind ja wirklich Geschenke? Miau, hast du das gesehen? Eigentlich gerade nicht, nein. Oh, ist eine Linie. Der Weg führt ins Nichts. Aber schau, mehr X-Zeichen. Ah, da drüben. Mir okay. Ich bin mit Mr. McKay von South Park. Okay. Wenn jemand kämpfen will, dann auf in den Kampf. Da ist ein Fragezeichen im Busch. Komm runter. Sei keine Angstkatze. Wo ist ein Fragezeichen? Level 0? Okay. Du bist... Was ist, wenn ich Nein sage, du gemeiner Geist? Brrr. Okay. Ja, ein weiterer Weg ist erschienen. Okay, ich will aber wissen, was das ist. Das ist jetzt für Level 0 im Busch. Betreten wir mal. Geheime Höhle, Monster besiegen. Ist das wirklich für Level 0? Oh, schäbiger Helm, Level 10. Ja, okay. 0 plus 0. Was ist das für eine Verarsche? Wo soll ich denn? Was ist das? Okay, das Monster war definitiv unsichtbar. Schäbige Waffe. Okay. Oh, okay, das tut schon weh. Ich muss trotzdem warten, bis sich der Zauber auflöst. Wie viel sind da bitte? Oh ja, das war so klasse, dass es ein Fall ist. Aber warum will ich das überhaupt haben, wenn es eben... Ah, da, okay, gut, das ist plus 5. Oh, ein bisschen zu nah. Kann ein bisschen dauern. Was ist... Oh, das ist ein Mimik, oder wie? Okay, Hey, der Tio, servus. Na, wie geht's dir? Okay, das ist auch Striche. Okay, das ist keine Mimik. Okay, nochmal ein Level-Up für schäbiger Helm. Brauchst du das Strich hier am Boden? Das ist echt fies. Ah, ich hab gewusst, da kommt eine fette Truhe. Nicht nur eine. Okay, zwei. Oh! Warte, ich geh mal. Das ist 3, 4, 5, 5 Ausgänge? Ein sechster Ausgang. Oh, das sieht so aus, als würde ein Geheimweg. Ja, ich hab's geahnt, dass nur noch ein Geheimweg rüber geht. Alter! Ich brauch drei große Schlüssel. Oh, Ninja-Robe. Ninja-Robe ist cool. Knappenhelm. Feuerwerks, huhu.
Ich wiege immer so freundlich in der Kamera, wenn ich euch begrüße, obwohl ich heute gar keine Kamera anhabe. Na, wie geht's euch? Das machen wir mal die Truhe mit dem Kreuz drauf auf. Oh, das freut mich, dass euch gut geht. Okay, da. Vielleicht kann man das Schäbige umwandeln. Also ich brauche definitiv drei große Schlüssel. Hat's Kisten hier? Oh ja, es langsam wird's. Also ich fühle mich heute schon mal so besser, dass ich mal ein bisschen streamen. Wir haben vorhin schon bei Isaac gespielt und jetzt noch Cat Quest. Oh, macht Laune. Da ich ja das Bäckerarbeit nicht so gewohnt bin, dass ich auf Nacht munter bin, tue ich mir so schwer auf Nacht zu schlafen. Gut, dann nehmen wir mal einen von diesen vielen, vielen Ausgängen. Da muss ich mir merken, da Level 0. Das ist total irritierend, dass Level 0 steht. Ja, es hat ja alles bei mir so angefangen, also quasi an den Tag, wo ich erkrankt bin, bin ich in die Arbeit gefahren, war da schon müder als normal, wie ich in die Arbeit gefahren bin, wie ich nach der Arbeit nach Hause gefahren bin, genau dasselbe, da war ich auch müder als sonst gewöhnlich. Ja, wie ich nach Hause gekommen bin, noch etwas gemacht habe, mich dann schlafen gelegt habe, ich dann aufgestanden bin, war es vorbei. Da war ich komplett matt, mir hat alles wehgetan, ein bisschen Temperatur gehabt. Ja, also mittlerweile habe ich aber eh auch nichts mehr, also was Temperaturen das Ganze angeht, Fieber. Ja, auch nicht wirklich ein Schnupfen, vielleicht ein bisschen Husten, aber auch nicht wirklich ein Schnupfen oder sonstig so. Ein bisschen matt fühle ich mich auch jetzt noch und die Gliederschmerzen gehen, sage ich mal. Das ist ein riesiges X. Ein weiterer magischer Kreis, sehr vorsichtig. Buh. Wieder du? Ich habe meine Miaunung geändert. Lass uns kämpfen. Fellknäuel, mach dich bereit, Katzkollege. Das tut weh. Heilung. Uiuiui. Schwächen. Oh ja. Da ist etwas im Kreis. Du dachtest wirklich, das seien Geschenke? Miau, hohoho. Miau? Es sind also keine Geschenke? Ah, dann müssen wir also mit leeren Pfoten zurückkehren. Ah, das ist bitter wieder mal. Der dritte Katzweihnachtstag. Ui. Also ist auch nicht viel weitergebracht. Okay, sind noch zwei hier hinüber. Ah, jetzt habe ich da Angst. Ich habe mich gefragt, warum ich gerade keine Anzeige habe. So, ich soll jetzt wirklich aufpassen. Ich blinke schon. Flap, 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 flap. Ja, das ist ein Spiel, wo Katzen fliegen. Zumindest haben wir die Magia zu fliegen erlernt. Krass, wie wir übers Wasser laufen. Willkommen bei Katz Airlines. Wir fliegen gerade über die Pussy-Ebene. Willkommen zurück. Habt ihr etwas gefunden? Zeit. Ja, es ist in mir okay. Es ist also doch eine Legende. Da, tatsächlich wollten wir dir etwas geben. Ah, du hast doch etwas? Oder Katzkollege?
gibt es der Stadtkatze deine übrigen Katzenminze. Fühlt sie sich verarscht? Es tut uns leid, es ist ein katastrophales Geschenk. Vielen Dank! Wir leben hier sehr abgeschieden, deshalb haben wir noch nie von jemandem etwas bekommen. Katzia, das wieder! Da hat sich gerade ein Berg bewegt oder irgend sowas. Dankbarkeit. Noch ein Kreis ist geschafft. Dank deiner Dankbarkeit, Bauer. Ihr habt geholfen, hohe Herren. Aber es gibt noch einen Kreis in Westtanz. Bitte nehmt dies, bevor ihr geht. Rote Stute. 5 Normalangriff, 10 Magie. Okay. Schaut doch cool aus, der Stab. Nächstes Ziel ist Westtatz, die zu Tatzenstadt am nächsten gelegene Stadt. Westtatz, die zu Tatzenstadt am nächsten gelegene Stadt, okay? Ja, muss ich mitholen. Oh. Ich finde das so cool, wenn sich einfach so wirklich am Boden hinknallt, richtig. So. Das ist Mounts Stadt. Wo ist Westtatz? Da kann man also gut lesen. Verdammt, das hat sie zweimal gesagt, ich habe es nicht gemerkt. Wo war es in der Nähe? Fall, was da ist, für mich ja zum Hauptziel. Das ist dann quasi eine Nebenquest-Reihe, was ich mache. Was sind da? Da oben sind noch die goldenen Fragezeichen. Das sind eben die Nebenquests, was wir machen. Ich hoffe, dass wir bald mal rausfinden, wo wir diese großen Schlüssel herbekommen. Oder diese Schlüssel für die Truhen herbekommen. Und da können wir mal die ganzen Dungeons hier clearen. Wo wir überhaupt auch schon mal drin waren, wo wir dieses Runensymbol drauf haben. Damit wir endlich mal die Runen öffnen können. Ich bin sicher, West hat es schon vorbeigeflogen, oder? Da irgendwo noch goldene Fragezeichen? Nö. Muss auf der Questtafel von dort auf jeden Fall ein goldenes Fragezeichen sein. Aua! Jo, Level 59. Oh, da oben ist wieder mal ein Fragezeichen. Ja, vielleicht ist das eh auch. Ah, flap, 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 flap. Ah, Tio, bist du jetzt mit Pokémon eigentlich schon durch? Ja, es ist die Flucht zur alten Königin. So, jetzt haben wir 65. Ja, gut, dass wir 6 Level runter. Jeder wird dazu eingeladen. Können wir trotzdem machen, weil ich finde die Quests, was eben für höheres Level angesiedelt sind, sind trotzdem noch gut machbar, wenn man aufpasst. Ich hoffe, es ist das, wie es tatsächlich ist. Ja. Ich behaupte ja auch, es ist ein Superheld. Es ist ja eh Westtatz und ich suche im Osten. In Tatzenstadt haben wir ja das über Wasserlaufen ja, gelernt. Warte, die Seeschlange nehme ich doch mit, die geben noch gute Erfahrung. Oh ja. Und
das ist der vierte Katzenweihnachtstag für das Level 60. Das ist ein Level. Das ist ein Level. Das packen wir auf jeden Fall. Jemand ist im Kreis gefangen. Bitte helft ihm. Das da drüben ist er. Bär, grüße dich. Na, wie geht's dir? Moment, passen. Ja, genau, da ist ein Sphere-Pro-Game. Hey, cool, guck mal, bei Bären in Dark Souls. Bär in Dark Souls. Na, da hat er seine Freude gehabt, gell, Bär? Na, Bär, wie geht's dir? Wie war dein Stream? Wow. Ich finde es lustig, dass jetzt eben immer random Tipps genommen wird und dass da gar Dark Souls bei dir kommt. Ja, ich weiß, wie Dark Souls für dich war. Ja, das war schlimm für dich. Ah, super, freut mich. Ja, er wollte helfen. Ja. Bei mir macht sowas Spaß. Es ist ja das. Solche quälenden Spiele machen mir halt richtig Laune. Der Kreis ist plötzlich aufgetaucht und jetzt ist er gefangen. Was? Was wollt ihr? Wir denken, es ist der Name seiner Schwester, Lulu. Sie ist Magierin im nahen, geheimnisvollen Tempel. Das könnte ein Hinweis sein. Wir holen sie. Ups. Jetzt war glatt die Magie ausgerutscht. Flap, 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 flap. Mialo. Ist Lulu hier? Miau, bitte. Ich bin Lulu. Lulu, dein Bruder braucht deine Hilfe. Das ist sicher Schwarzmagierin, so wie im Final Fantasy, Lulu. Wie wird sie 10? Hans Katze? Miau. Diese Stadt mag keine Magier und er hat mich verstoßen. Weshalb sollte ich ihm helfen? Oh, aber er könnte in Gefahr sein, das ist ja nicht zu seiner Schwester. Warum? In Gefahr? Ist er... Hat er meine Wehrsgeschenke bekommen vor... was denn? Erzähl mal, Bär. Nein, den nicht. Vertrau nie der Familie. Was? Ich sehe, aber Herr Güter, ich habe gerade so auf den Text konzentriert, als ich jetzt sehe, dass da ein, sagen wir mal, Roboter-Robo-Weihnachtsmann-Verschnitt steht. Oder Tastatur und Maus, was denn für eine? Da muss ich mir deinen Stream nachangucken, wenn du das gezeigt hast im Stream. Das will ich dann sehen. Oder schick mir per Discord Bilder. Schnurke! Weshalb bist du hier? Wer bist du? Ich zeige euch, warum man der Familie nicht vertrauen kann. Oh, miau! Wo sind wir? Keine Sorge, Lulu. Bleib nur ganz nah bei uns. Ist es rot und grün oder? Sehen wir uns das mal an? Katze, die Liste der Bösen wird immer länger. Recht werden sie noch gut, Tatze. Sei voller Hoffnung. Corsair K95 Platinum-Tastatur. Und die Corsair Iron Claw Wireless. Wireless, also aber AGB-Maus, okay. Ja, das ist cool. Ich find das nice. My name is Kyobu Masataka Oniwa! As I breathe, you will not pass the castle gate! Und Klick lässt mal wieder schön Kyobu reinschreien. Hallo und herzlich willkommen. Na, wie geht's dir, Klick? Recht werden sie noch gut, Tatze. Sei voller Hoffnung. Wow. Na, Mausepups, oh. nun rege ich mich nicht mehr auf, wegen das du das, glaube ich, der Bär. Jetzt bist du happy.
Die Bösen belohnen sich mit ihren eigenen Geschenken. Oh, das war ein schöner, sehr böser Geskrummler. Wir sollten sie bestrafen und Katzweihnacht auf ewig stoppen. Nein, gib die Hoffnung nicht auf, Tatze. Oh Gott, das ist quasi gut und böse, oder wie? War das eine Erinnerung? Anscheinend. Und da scheint noch mehr zu sein. Ah, und klingt bei dir alles supi? Wie läuft die Arbeit? Oh oh. Was machst du, Tatze? Ich zerstöre all diese unverdienten Geschenke. Weihnachtskatzen machen sowas nicht, Tatz. Darum geht es bei Katzweihnacht nicht. Also muss pennen, aber kannst nicht. Ah, danke, Bär. Ja, mir geht's schon etwas besser. Weil ich ihm noch etwas smart und im Sitzen geht's eigentlich soweit. Aber jetzt so länger stehen und das Ganze nur noch ein bisschen schwer. Aber ich hoffe, dass ich morgen endlich zum normalen Hausarzt kann. Ich bin nur etwas krank geworden. Also, so ist nicht wirklich was passiert, aber danke der Nachfrage. Es war am Donnerstag. Das war am Donnerstag, da war ich schon etwas müde, als ich in die Arbeit gefahren bin. Nein, also ich... nicht. Dankeschön. Gute Bescherung. wie gesagt, da, wie ich vor allem nach Hause gefahren bin, war ich auch immer noch so komisch müde. Dann bin ich zu Hause, habe mich hingelegt. Und wie ich dann wieder munter geworden bin, nach dem Schlafen war es vorbei. Da war ich komplett matt, hatte Gliederschmerzen und war einfach nur schier. Der PCR-Test sieht aus, wie immer noch aufständig, aber ich glaube nicht, dass es Corona war. Ja, es war richtig übel. Man, jetzt geht's mittlerweile so halbwegs, sage ich mal. So länger stehen und das Ganze, spüre ich noch etwas, aber so geht schon halbwegs. Ich glaube, man merkt es auch ein bisschen noch an der Stimme. Meerskatzen machen sowas nicht, Tatz. Darum geht es über Katzweihnacht nicht. Zu spät. Waren das Weihnachtskatze und Weihnachtstatze? Gibt es Weihnachtstatze wirklich? Das sind nämlich gerade so wie bei Weihnachtsmann und KKG. Weiß nicht, wer das von euch kennt. Der Weihnachtsmann und der Grantelbart. Wo Grantelbart auch immer die coole Socke war. Ja, ich auch. Ich gucke das auch immer noch. Ist immer wieder mega geil. Genau, ich spiegelt es an die Werkstatze. Ich finde diese Anspielung einfach so richtig genial. Bei Cat Quest schlagen die in so viele Richtungen aus. Vielleicht sagt der Schnurke die Wahrheit. Was geht noch weiter? Oh, dieses Grollen. Katze, ich hab dich gesehen. Du hast ihnen allen Geschenke gegeben. Sie sind dessen nicht würdig. Ich halte dich auf. Tatze, ich hoffte, das würde nicht geschehen. Was? Nein, du würdest deinen eigenen Zwilling einsperren? Vergib mir, Tatze. Das geht richtig ab. Ich werde nie vergeben. Nein, er hat seinen eigenen Bruder gefangen genommen. Das ist really sad. Tatze. All diese Jahre habe ich Macht angesammelt. Jetzt bin ich frei. Ich werde dafür sorgen, dass Katzweihnacht auf ewig verflucht ist. Tatze, bitte hab Hoffnung. Nein. Dieses Mal sperre ich dich ein, lieber Bruder. Tatze! Ho, ho, ho.
Okay. Siehst du, deine Familie wird dich nicht retten. Aber ihr habt beides traurig ausgesehen. Lass mich raus, ich muss zu meinem Bruder. Du verstehst es immer noch nicht. Anscheinend muss ich dich zwingen. Oh Gott, nein. Was? Kontrollierst du mich? Hör auf damit, wer ist Tatze? Miau! Zerstört einander. Oh Gott, nein! Was ist, wenn ich die Geschenke kaputt mache? Sie hat auf jeden Fall einen toten Kopf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, langsamer. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt einfach mal die Geschenke nur kaputt machen muss und sie dann eventuell von den Banden befreit ist. Ist sie nicht. Alles klar, Bär, danke für den Lurk. Oh. Oh nein. Okay, da ist sie. Ich hab schon gedacht, wir haben sie umgebracht. Lulu, bist du mir okay? Ja, mir geht es gut. Ich werde meinen Bruder sehen. Einfach verstanden. Wir treffen sich dort. Flop, flop, flop. Hans Katze, ich bin's, Lulu. Lulu? Kommst du mir zur Hilfe? Ich kann mir schon vorstellen, dass die ganze Zeit dieser Kreis steht, ich draus kann, die ganze Zeit Lulu macht. Du kommst mir zur Hilfe, obwohl ich ein völliges Ekel zu dir war. Natürlich, du bist mein Bruder, Hans Katze. Das nächste Siegel wurde gebrochen. Familie. Ein weiterer Kreis ist verschwunden. Ich bin katzenfrei. Dank den Götterkatzen. Nein, dank dir, Lulu. Und euch zwei, hier nimmt das. Samiaurai-Helm. Ist das geil. Auf Level 1, 20, minus 20 Magie, ist egal, aber die Stärke für Level 1, das ist schon echt geil. Was auch immer noch besser, aber das mal hochlevelt, hui. Fantastisch, hast du von der anderen Kreisen gehört? Dieser wirkte wie der letzte. Dann machen wir uns auf den Rückweg zum Zufluchtsort der Königin, ade. Zufluchtsort der Königin. Ja, okay. Aber Thomas, sich das noch mitnehmen? Doch, wie viel Knete haben wir es wieder zusammen? 2-2. Flap, 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 flap. Ich hätte gerne mal Schlüssel. Da, das ist. Ja, okay, das ist das nächste da. Das geht Hawkers weiter. Ich will zum Zufallsort der Königin. Das war irgendwo da. Landen. Da, ja gut, du bist verflogen. Da oben müssen wir. So. Das ist. Völlige K2 nach Level 75. Das sind wir ein bisschen gelevelt. Jeder wird dazu eingeladen. Wir können das noch vormachen, 65, das meinst du, da sind wir nur 6 Level drunter. Das wäre schon schaffbar. Wir machen daraus bald ein Geschäft. Helft uns mit etwas Publicity. Klingt etwas allgemein, doch sie belohnen uns fürstlich dafür.
Ja, genau, einfach nicht treffen lassen.